wieder eine schöne Cutscene, wo wir einfach dann Story skippen, anstatt Story zu zeigen. Ich darf vielleicht wieder kämpfen oder fliegen oder Zaubertränke machen. Ich habe eine weitere Einzelstunde bei Dumbledore. Aber sag ihm besser nichts von Malfoy, Harry. Er hat irgendwas vor. Die ganze Zeit schleicht er herum und hat es sich sogar mit Crabbe und Goyle verscherzt. Ja, ich gebe zu, er benimmt sich etwas seltsam, aber du kannst nicht beweisen, dass er irgendwas Schlimmes tut. Warum schleicht er dann ständig im siebten Stock herum und... Der siebte Stock? Das ist es! Er benutzt den Raum der Wünsche. Darum verschwindet er immer von der Karte des Rumtreibers. Naja, wenn er den Raum benutzt, wirst du nicht herausfinden können, was er darin macht. Darum haben wir ihn ja auch für unsere DA-Treffen gebraucht. Konzentrier dich lieber auf deine Stunde mit Dumbledore. Er wartet in seinem Büro auf dich. Hauptsache, Snape sagt uns, also Dumbledore lässt uns von Snape ausrichten, dass der bis zum Ende des Schuljahres nicht wieder da ist. So. Und jetzt haben wir trotzdem eine Einzelstunde bei ihm, obwohl das Schuljahr noch nicht zu Ende ist. Oder ist das Schuljahr jetzt schon gleich zu Ende? Wir haben ja immer noch nicht Wingardium Leviosa, also Wingardium Leviosa. Alohomora und Accio. Was ist das? Was ist denn das hier unten? Mal gerade ein bisschen umgucken, was es hier so gibt. Das ist Shuttle Cannons. Also Rons Bett. Na gut. Nicht da rein. Ja. Was habe ich jetzt genommen? Die wollte ich nicht nehmen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit mit Wingardium Leviosa das da nehmen. Feuer können wir nicht heißer machen. Okay, egal. Ich wollte gerade fragen, warum schwingt die den jetzt eigentlich auf und redet da, aber... Schon gut. Fragen wir gar nicht erst nach. Warum hier irgendwelche komischen Sachen passieren. So, jetzt müssen wir nur irgendwie zur Eingangshalle kommen. Warum hauen die Treppen immer von mir ab? Was soll denn sowas? Danke, dass du kommst. Oh, ein paar kleine Wappen einsammeln. Verwandlungs-Innenhof-Abkürzung. Ja, die haben wir noch gar nicht. Moin. So. Und dann jetzt hier um die Ecke, ne? Ja. Hi Harry, bist du hier, um mit Professor Dumbledore zu sprechen? Ja. Ich auch. Alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Ach, was ganz Dummes. Ein Slytherin hat mir einen Gobstein geklaut. Ausgerechnet den starken Schläger, den mir meine Mom zu Weihnachten geschenkt hat. Wer war's? Der da. Warte hier. Ich besorg dir deinen Gobstein schon wieder. Toll. Jetzt müssen wir halt hier kämpfen. Hey, hast du den starken Schläger von dem Mädchen da drüben geklaut? Was geht dich das an? Gib ihn zurück. Was willst du denn machen, mich verfluchen? Ich bin mir sicher, Professor Snape würde es sehr interessieren zu hören, dass du Slytherins verfluchst. Er würde dir liebend gerne Nachsitzen verpassen. Stupor! Ach so, aber du darfst direkt verfluchen. Und einfach hier... Eigentum klauen. Boom. Warum treffe ich den nicht? Boom. Ja, voll erwischt. So, was machst du jetzt, ne? So, und jetzt gib den starken Schläger zurück. Ich hoffe, du erstickst dran. Das hat man davon, wenn man kleine Mädchen ärgert.
Das hat man davon, wenn man sich mit dem Auserwählten anlegt. Hier, bitteschön. Danke, Harry. Du bist einfach der Beste. Es ist einfach nicht vielseitig, das Spiel. Säuredrops. Machst halt nur Kämpfen, Tränke und Fliegen. Professor, es ist wegen Malfoy und Snape. Professor Snape, ich habe es dir schon einmal gesagt, Harry. Ich vertraue Severus. Und meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Doch nun zu etwas anderem. Was denn? Es gibt nicht viele Erinnerungen an Tom Riddles Zeit in Hogwarts. Aber diese hier schon. Du meine Güte, schon so spät? Geht mal besser, Jungs. Lestrange, Avery, vergessen Sie Ihre Aufsätze nicht. Sputen Sie sich, Tom. Nein, Tom, ich weiß nichts über Horcruxe. Und wenn, würde ich es Ihnen nicht sagen. Sofort raus hier. Ich verstehe nicht. Was ist passiert? Professor Slughorn hat an seinen Erinnerungen ein wenig herumhantiert. Ich hatte dich gebeten, Professor Slughorn besser kennenzulernen. Nun möchte ich, dass du ihn überredest, deine wahre Erinnerung preiszugeben. Dir stehen alle Mittel offen, denn diese Erinnerung ist die wichtigste von allen. Aber ich glaube, du hast Quidditch-Training. Die Auroren haben große Teile des Schlosses wieder freigegeben. Du solltest also keine Probleme haben, den Weg zu finden. Guten Abend, Harry. Dass Dumbledore das nicht hingekriegt hat, ihn zu sagen, ey, pass mal auf, Slughorn, du weißt doch, wir müssen das feierlich, dass ich ein Tor nicht mit den Horcruxen wissen. Willst du die nicht auch zerstört haben, damit wir den besiegen können? Angerichtet. Dass er das nicht geklärt bekommen hat. Hallo, Harry. Professor McGonagall sucht dich. Weißt du, was sie will? Nein, aber sie wartet im Verwandlung-Innenhof auf dich. Scheint was Wichtiges zu sein. Ja, gut. Hermine und ich suchen Professor McGonagall. Professor McGonagall findet ihr im Verwandlung-Innenhof. Das hat Hermine schon gesagt. Du sollst mich hinführen. Ach so, der Hermine führt mich hin. Okay. Gut, dann brauche ich dich natürlich nicht. Das war mir jetzt erstmal nicht so bewusst, dass er mich dann dahin führt. Aber gleich müssen wir auch mal wieder ein Wappen haben. Aber gar immer so wenig hier raus. Was soll denn das? Mal wieder? Gut, dann kann er ja so schlimm nicht gewesen sein, nicht wahr? Mit? Es klang ziemlich dringend. Incendio! Klein noch eben aufsammeln. So. Das war jetzt voll gewesen, das Ding. Jetzt habe ich gar nicht gecheckt, also mitbekommen. Schon wieder laufe und Banner zu und drücke X. Sie meinen, denke ich mal, das ist Banner da, aber. Wir sollten jetzt wirklich zu McGonagall. Passiert nichts. Okay, McGonagall. Was sollen wir machen? Da sind Sie ja. Ich wollte mit Ihnen über diese bedauerlichen Vorfälle Weihnachten im Fuchsbau sprechen. Warum sind Sie immer in der Nähe, wenn etwas passiert, meine ich? Glauben Sie mir, Professor, das frage ich mich schon seit Jahren. Wie ich hörte, sind Sie dem Duellierclub beigetreten, Potter. Ich finde, Sie sollten seinem Beispiel folgen, Miss Granger. Und die Weasleys auch. Man kann schließlich nicht vorbereitet genug sein. Und Sie sollten sich auch nicht auf Gryffindor beschränken. Ah, auf Sie haben wir gewartet. Wieder kämpfen. Hi, Harry. Alanis ist Kapitänin des Ravenclaw-Duellierclubs. Sie kommen mit mir, Miss Granger. Wir werden Sie für den Gryffindor-Duellierclub anmelden. Hättest du Lust, Livy Corpus mit uns zu üben? Diesen Zauber wollte ich immer schon lernen. Okay. Also alle beide nach links. Livy Corpus!
für das Training. Aber Vorsicht, diesen Zauber wird bestimmt so mancher Ravenclaw in zukünftigen Duellen gegen dich verwenden. Dann lass uns doch ein richtiges Duell machen, wo du schon mal hier bist. Der Junior-Champion von Ravenclaw gegen Harry Potter! Können wir die dann eigentlich gut platt machen, wenn die in der Luft hängen? Wahrscheinlich, ne? Nehmen wir doch treffen, warum treffen wir nicht? Boom! Ja! Ganz schwer. Mal wieder. Alles, was so gut ist, die Melodie. Boom! Von mal direkt weggenatzt. Na, und boom! Aber so. Harry gewinnt. Ganz knapp. Ganz knapp. Aber so gerade eben. Einfach mal volle Möhre durch die Decke. Endergebnis 2495. Ja, komm, machen wir direkt alles. Vielen Dank, Harry. Weil es soll ja die Zauber stärker machen. Wenn du Mitglied bist, darfst du auch die Abkürzung durch das Porträt dort benutzen. Das Passwort lautet Licht gegen Dunkelheit. Warum probierst du nicht mal unsere Duellherausforderung? Geh einfach zum schwarzen Brett, wenn du bereit bist. Ja, hab ich vor. Haben Sie nicht Quidditch-Training? Oh. Ich hoffe schließlich sehr, dass Gryffindor dieses Jahr den Quidditch-Pokal gewinnt. Machen Sie sich auf den Weg, Potter. Gute Quidditch-Teams zeichnen sich nämlich nicht durch zu spät kommen aus. Was soll denn das? Kämpfen, Quidditch. Zaubertrank, kämpfen, Quidditch. Das ist total lame. Bereit für eine weitere Herausforderung? Ja. War irgendwie Miststimme, oder? Das ist ja jetzt ein Junge. Oder war das hier die Kapitänin des Clubs, die das gesagt hat? Oh ja, der war auch gut ausgewichen. War, glaube ich, einfach zu früh von mir. Der Protego auch nicht viel gebracht. Hauptsache, mein Protego kam gar nicht. Ich habe gedacht, ich mache auch mal Protego. Aber wo ich ihn machen wollte, kam er nicht. Nur vorher. Ah, da hat er aber noch gerade rechtzeitig reagiert, ne? Tja, das war's mit ihm. Das waren eine Menge Punkte. Aber was heißt eigentlich gut, dass ich da immer und immer nur stehen habe? Zum Duell gegen den Senior-Champion von Ravenclaw tritt an Harry Potter. Ja, da steht sie ja auch, die Kapitänin. Und kündige mich mal an. Was soll das denn? Warum habe ich Protego gemacht, statt meinen Zauber loszulassen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Komm, gib mir den Rest. Da liegt sie. Und nochmal. Ja.
Was ist denn das hier? Macht er irgendeinen Kack? Was ist denn das mit dem Protego? Lass den Blödsinn sein. Du sollst ihn nach vorne bremsen. Hauptsache, sie wehrt das ab und kriegt dann direkt den Expelliarmus rein. Schau wieder. So, komm. Mach schnell zu Ende hier. Einen haben wir noch. Ein Gegner. Ja. Immer mit Bestnoten hier, wa? Gegen die Ravenclaws. Hätte man von Ravenclaw mehr erwartet. Der Ravenclaw-Herausforderung stellt sich Harry Potter. Dann zeig mal, was du kannst. Wir werden dich besiegen. Boom. Boom. Die Arme, ey. Ich habe doch gar kein Protego gemacht, ich habe einfach nur den Zauber losgelassen. Boom. Ja, da hat er ja keine Chance gehabt hier. Fehlt ja dann nur noch der Slöhen-Solier-Club. Kommt er bestimmt direkt nach den Quidditch. Ah, ne, der Quidditch kommt erst wieder Zaubertrank machen. Boom! Dann liegt die auf dem Boden. Und dann haut man die noch um die, weg, ne? Steht sie gerade erst auf und dann kriegt sie direkt wieder einfach nur drauf. Wirklich sehr gut. Tja. Kann einem schon leid tun. Punkte. Und da kommt nochmal mit drauf. 3475 Punkte. Wie auch immer sich die Punkte zusammensetzen. Deine Blühezauber sind jetzt noch mächtiger. Ja, was soll ich noch? Alle erledigt. So, in der Mitte war hier noch so ein Wappen. Also nicht die, sondern das da. Das große. Ui, jup. Aber. Mal so ein bisschen umgucken. Ist noch irgendwas gibt? Ich glaube wahrscheinlich ja nicht, ne? Kann man hier immer verzaubern, aber wofür? Was soll das bringen? Ich wollte die ganze Zeit ein Incendio machen, aber ein Incendio geht nicht. Das ist eigentlich der Ravenclaw-Turm hier sein. Ach komm, rufen wir Nick. Nick! Bereit für Quidditch, Harry? Yep, ja, zwangsläufig. Trainingsgelände auf dich. Zwangsweise. Ich hätte hier genötigt. Als Quidditch-Kapitän. Quidditch zu spielen. Ach, jung müsste man sein. So, ja, ich will mal da durchlaufen, nicht wie bei den anderen Türen. Dunkelheit. Aber da muss ich ja X drücken. Und kämpfe tapfer weiter. Die Treppe, die macht nicht so, wie wir wollen, Nick. Muss ich schon mal erwarten. Was soll ich tun, ne? Kann ja auch nichts dafür, dass hier... Treppe, kommst du jetzt mal? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass er... Also er hätte jetzt rumgewackelt, gerade der Nick. Dass er jetzt seinen Kopf mal löst. Moment mal. Hier sind wir noch gar nicht gewesen. Da ist tatsächlich mal was von den Auroren zu. Das war das Ministeriumszeichen.